Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey. Odyssey zu Part 96. Und jetzt machen wir hier weiter, wo wir noch aufgehört haben und versuchen, die jetzt abzuhauen. Aber ernsthaft, die sollen mich doch mal einfach in Ruhe lassen, die Zigeuner. Dass die mich jedes Mal hier ärgern müssen. Immer haut doch mal alle ab jetzt, ihr Penner. Die sollen sich doch einfach mal verpissen jetzt. Ich weiß nicht, was die für ein Problem haben, diese. Dreckigen Hunde, haut doch mal ab jetzt. Mann. Soll mich doch einfach mal in Ruhe lassen, die Zigeuner. Ernsthaft, die regen mich jetzt gerade so derbe auf jetzt gerade. Ernsthaft, ey, wirklich. Weil die mich dann halt einfach mal in Ruhe lassen können. Könnten sie sich nicht um einen Scheiß gerade kümmern. Ey. Sorry, dass ich die ganze Zeit am Flüchten bin, aber wirklich, das nervt. Die da unten hier auf den Piss gehen müssen mit ihrem Scheiß. Wenn die sich hier so aufbauen, Alter, wie willst du da was machen, Alter? Junge, hau ab einfach mal. Nimm deine Dreckshöhle mit, okay? Kannst du mal meine scheiß Aufgabe hier machen, ey? So. Jetzt. Mann. Bist du der Pferdedieb? Sokrates sagte, ich soll mit dir reden. Erwischt zu werden ist schlimm genug, aber dass jetzt schon Söldner über mich richten. Besser ich als eine Athena-Wache. Was hast du zu sagen? Der Mann, dem es gehört, wird es nicht mal vermissen. Er hat jede Menge Pferde, während mein einziges gestorben ist. Wenn ich genug Geld hätte, dann hätte ich mir eins gekauft. Willst du das Pferd jetzt benutzen oder verkaufen? Ich muss eine Familie ernähren. Okay. Dieses Pferd wird mir auf dem Acker helfen. Außerdem ist es mein einziges Transportmittel. Gab es keine andere Lösung? Mir fällt keine ein. Glaube mir, ich schäme mich für diese Tat. Ja, okay, solange du Reue zeigst, ist es okay. Warum hast du dieses Pferd ausgesucht? Gibt es einen Grund, warum du dieses Pferd gewählt hast? Es war am leichtesten zu stehlen. Das ist alles. Ich habe nur aufgepasst, nicht sein bestes Pferd zu nehmen. Ein rücksichtsvoller Dieb. Ich stehle nicht zum Spaß. Ich tat es, weil ich keine andere Wahl hatte. Okay. Ja, ich glaub's dir. Ich verstehe dich. Ich glaube, ich kann jetzt meine Entscheidung treffen. Ich hoffe, du verstehst mich. Würdest du nicht dasselbe tun, wenn es um deine Familie ginge? Nee, ich würde es anders regeln und nicht so. Ich würde diese... Aber ich kann dich verstehen in dem Sinn. Machen tut man sowas normalerweise nicht, aber ich verstehe dich trotzdem. Hä? Ah! Ich wollte gerade sagen, Alter, ist das überhaupt der Haken eigentlich da? Bei der Aufgabe der Haken irgendwo schon wieder da? Oder? Dass das eigentlich mal abgeschlossen werden kann, weil es ja noch nicht abgeschlossen, die Aufgabe. Nein, ich habe den jetzt nur... verletzt, dass er eigentlich mal stehen bleibt, weil sonst rennt er mir ja ständig weg. Ich will Odi ja nicht töten, ich wollte nur, dass er stehen bleibt. Ja, dafür kann ich es verstehen. Das macht man, ich weiß, das rechtfertigt es trotzdem nicht und macht es trotzdem nicht. Aber die Situation, die Notsituation kann man verstehen.
Dann würde ich dann hingehen und würde sagen, ey komm, gib das Pferd zurück. Du kriegst Geld und such dir eine anständige Arbeit und so. Dann ist es gegessen. Hi. Ja, Alter, mach doch. So ein Mist, Alter, warum redet der nicht mit ihm gleich? Hast du schon entschieden, was zu tun ist? Er soll das Pferd zurückgeben. Okay, nachdem seine Situation, was er da gerade gesagt hat, und würde ich sagen, eigentlich gibt es zurück, aber nach dem, was er da hat, dann nur das sein. Einziges ist wegen seiner Familie, würde ich sagen, dann soll er es behalten. Wenn er das Pferd dringender braucht als der Mann, dem es gehört, soll er es behalten. Ihm würde es mehr nützen. Ob ein Verbrechen bestraft oder belohnt werden soll, hängt also von den Gründen für das Verbrechen ab. Ein faszinierender Gedanke, aber ich sehe auch die Gefahr dieser Einstellung. Die eigentliche Frage ist, ob meine Meinung eine Rolle spielt oder ob du nur sehen wolltest, was ich tun würde. Es kann gut sein, dass beides zutrifft, aber es kann auch keins von beiden zutreffen. Jetzt redest du absichtlich Unsinn. Lass mich noch eine Frage stellen. Bitte. Wenn ein Mensch einen anderen tötet, um viele zu retten, wäre die Tat dann gerechtfertigt? Oder muss er bestraft werden? Okay, eigentlich muss er bestraft werden. Aber wenn es jetzt ein Krimineller wäre, wo er einfach so zum Spaß tötet, wo keine Skrupel kennt, und du gehst hin und tötest ihn, dann würde ich sagen, okay, da wäre gerechtfertigt, weil das ja dann eigentlich nur so, okay, du würdest dich sonst auf dieselbe Stufe begeben, aber dass er aber keinem anderen Leid mehr zufügen tut, bevor das jemand auch anderen Leid zufügt, dann ja, lieber ihn selbst erledigen. Wenn die Tat aus einem guten Grund geschah, dann war er im Recht. In solchen Zeiten sollen also Bürger wie wir entscheiden, was Recht ist. Viele würden sagen, ein Mord müsse trotzdem bestraft werden. Ja. Die Leute, die er gerettet hat, sähen das anders. Dann sind vielleicht die Entscheidungen richtig, die für die meisten Menschen Gutes bewirken. Stimmst du dem zu? Sind wir fertig? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Natürlich nicht. Diesen Luxus haben die wenigsten. Und denen, die genug Zeit hätten, mangelt es oft an der geistigen Kapazität für solche Dinge. Alles klar. Ich hab schon, brauche ich nicht hoch zu Ross. Wow, so viel EP gleich. Hoho. Was ist denn los? Nein, haut ab. Ciao, ciao. Ey, warte mal, wie viel hat denn der überhaupt? Der hat 18. Okay, wenn der 18 hat, ist es noch nicht so schlimm. Okay. Jetzt. Okay, kann man abrufen. Na komm mal, Herr Freundchen. Das unterstehst du nicht mehr. So. Okay. Alter, jetzt hau ab, Mann. Klar, ey. Ich krieg gleich einen Ausraster. Ernsthaft, ich krieg so einen Ausraster. Welcher Vollidiot schießt hier schon wieder auf mich, verfickter Fixer? Also kotzt du mich an, ey, wirklich. Langsam raste ich echt aus. Bauer heute eine Frucht stiehlt, morgen einen Teil der Ernte den Armen gibt, wer entscheidet dann, ob er gut ist? Na, jetzt sind sie weg, die Pisser. Da drüben ist einer.
Klar. Hab einfach mal die Fähigkeit nicht voll. Hab die Fähigkeit einfach mal nicht voll. Prima. Ernsthaft, wirklich. Doch halt die Fresse, Dumme. Jetzt reicht's. Jetzt hör auf, mich zu nerven, Alter. Okay. Leute, haut doch mal alle ab jetzt. Komm schon, das kannst du doch sicher besser. Ja, vergift doch die anderen, du Penner. Kleine Kuh, da. Jetzt reicht's nämlich langsam. So. Ich die Pelle nicht rum. Ja, wird's eigentlich heute noch was? Ernsthaft? Warum wir sie denn nicht anders? Das Menschenskind, Alter. Ich spreche einen Ausraster, Alter. Das läuft immer noch. Oh! Was machst du mit... Verdammter Penner! Ey! Jetzt... Dann komm her. So. Komm her jetzt. Ich werde nicht nochmal verrecken, weil mir reicht es jetzt langsam, weil ich verrecke nicht nochmal. Auf die Nerven gerade. Die dreckigen Misken. Gestalten, ey. Los geht's. Hab ich dich!
Frage, ich bin missgestaltet. Hau ab, Mann. Weg. Boah. So. Missgestalten, jetzt hau doch mal ab, Mann. Ja, Mann. Warum ist die Fähigkeit nicht mehr drin? Ich raste so gleich aus. Ich hasse langsam die Fähigkeiten, was ich da habe. Liebstens würde ich die echt austauschen. Ernsthaft, wirklich. Weil die so scheiße sind. Langsam, bis ich die Drecksfähigkeiten sich nur nach dem Scheiß hier richten, Alter. Wirklich. Ja klar, jetzt ist sie wieder voll, oder was? Fähigkeit, Alter, ich schwör's, Alter. Ich beende jetzt hier den Part, wir sehen uns im nächsten Part.